So, Endspurt, Aufgabe 4. Leiten Sie das Wegzeit- und Geschwindigkeitszeitgesetz der gleichmäßig beschleunigten Bewegung, a ist gleich konstant, mit Hilfe der Integralrechnung her. So, ich denke, das sollte schnell gehen. Das haben wir jetzt schon mehrmals gemacht. Also wir haben wieder eine Herleitung. Ich mache erstmal das Geschwindigkeitsgesetz der gleichmäßig beschleunigten Bewegung mit Hilfe der Integralrechnung. Und dann im zweiten Abwasch machen wir dann das Wegzeitgesetz. Feuer frei. So, gleichmäßig beschleunigte Bewegung heißt, a ist konstant. Haben wir sonst noch irgendwas gegeben? Nö. Wir wollen es wieder herleiten mit Hilfe der Integralrechnung. Wir fangen also wieder an mit der Definition der momentan Beschleunigung. A ist gleich dv nach dt. Nach dv umstellen, dv ist gleich a mal dt. Integrale dran. Sinnvolle Anfangsbedingungen v0 mal v0 bis ja, allgemein, ja, also nicht 4 Sekunden. Gut. Hier ist a konstant. Ich muss hier also keinen Schmarrn mehr einsetzen. A ist also nicht abhängig von der Zeit. Ich kann also beim Integrieren dann die Konstantenregel anwenden. Feuer frei. V minus V0 ist gleich A mal T in den Grenzen von 0 bis T. V minus V0 ist gleich A mal T minus A mal 0. Schick machen. V ist gleich A mal T plus V0. Hey, das finden wir auch so im Tafelwerk. Alles klar. Gut, dann lasst uns gleich die Herleitung für das Wegzeitgesetz machen. Ich probiere mal was aus. Ist euch aufgefallen, dass so spät ich weniger quatsche beim Aufschreiben? Für einige vielleicht noch zu viel. So, hier hatten wir ja schon oben hergeleitet. ST momentan Geschwindigkeit. Fertig. Okay, momentan Geschwindigkeit. V ist gleich ds nach dt. Wieder nach ds umstellen. Integrale dran. Hier habe ich wieder den Anfangsweg und dann den am Ende zurückgelegten Weg von rechte Integral, untere Grenze 0 Sekunden bis zum Zeitpunkt t. Hier muss ich, weil v eine Funktion der Zeit ist, wieder die Formel für die Geschwindigkeit einsetzen. Hier ist dann v gleich a mal t plus v0.
Joa, sieht gut aus. Oh je. Mein Sohnemann schreit. Sehr furchtbar. Oh Mensch, ich muss hier die Tür zu machen und fertig integrieren. Oh. Puh. Die Armen. Bald könnt ihr integrieren, da ist das Leben schöner. Los geht's. S minus S0 ist gleich. Was konstant ist, ändert sich nicht. Ich habe hier einmal t. Daraus wird 1/2 t Quadrat. Ich habe die Konstante v0. Da kommt also einfach die Zeit dran. Die Grenzen von 0 bis t einsetzen. Uhr, da helfe ich meistens mit, das jetzt noch mal eine Mahlzeit, die sie gern nehmen. Okay, Bewegungszeitgesetz für den Weg, das ist jetzt das passende Gesetz. Gut, ich mache heute für heute Schluss und helfe unten. Haltet die Ohren steif.